Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Wir spielen doch mal wieder Fußball und ich muss nachher nochmal reinpumpen und mir den extremen Battle Pass kaufen. Ich habe gesehen, der kostet nur 10er. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das werde ich dann machen. Und ich hoffe, wir gewinnen jetzt. Wir haben jetzt eben 3 Runden hintereinander gewonnen. Jetzt nehme ich auf, jetzt verlieren wir bestimmt. Ich hoffe nicht. Mal sehen, wie es wird. Aber keine Gegner ist mehr, oder was? Haben sie alle Angst? Ich guck mal ganz schnell, ob ich noch irgendwas kaufen kann. Nee, irgendwie kriege ich gerade nichts. Nee, wir sind noch voll im Fußballmodus. Ach so, der Master ist ja auch noch da. Oder ist er rauche gerade Master? Hm. 49, 39. Ich bin irgendwas mit 100 wahrscheinlich. Auch interessant, 197 Spiele und da steht trotzdem höher als 96% der Spiele. Also viele denken sich, scheiße auf Fußball scheinbar. Weil so viele habe ich jetzt auch nicht. Fuba. Na ja, dann hole ich mir dieses Autochen noch. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar coole Sachen. Die ersten 2 waren echt schlimm. Ich weiß noch, wie ich... Ich habe ja auch schon 96%. Wie viele Spiele hast du? Du hast ja bestimmt 500 oder so, oder? Ja, nicht mal ganz 200. 197. Oder 12. 143 habe ich ja von 197. Boah, 4 Minuten, das ist ja grässlich. Super tragisch. Nichts gekauft. Ich versuche gerade mal die Cucaracha-Hupe zu kaufen. Die kostet gerade nur 8.000. Die war deutlich teurer. Nee, da ist die Vuvuzela drin. Die macht ja nur... Die La Cucaracha... Boah, die Vuvuzela ist aber auch übelst nervig. Kann sich ja hier anhören. Ja, mal sehen, hoffentlich geht's los. Na, dass die keine Lust mehr haben und denken, oh nee, da fahren hier so starke. Wollen wir nicht mitspielen. Ich fahre bis sie mit meinem Panzer durch den Trainingsbereich. Mach bis sie Stress an wehrlosen Autos. Yeah, ich habe eins zerstört. Ah, das
ist blöd, wenn es bei den Runden so lange dauert. Vorhin, was haben wir gewartet? 1,5 Minuten oder so, das ging ja noch. Oder manchmal ging es auch direkt los. 5 Minuten ist schon brutal. Meine Kette ist abgefallen. Ich habe gegen Destructor gekämpft. Trainingsbräuch. Metal-Schrott. Gibt es eigentlich noch Aufgaben bei der großen Verfolgungsjagd? Oh ja! Verursache mit Armbrüsten und der Maschinengewehren 20.000 Schaden. Und stelle ein episches Teil oder besser her. Ja, aber die große Verfolgungsjagd bin ich hier schon lange durch. Gibt's nur noch ein paar Coins. Aber es war tragisch, gell? Ich habe hier mit einem geredet. Wer war denn das? Ich glaube, der Fox, wegen der Werkbank, wenn du jetzt den Battle Pass gekauft hast für Syndikat, hast du wieder die Syndikatswerkbank nicht bekommen, scheinbar. Das ist wie damals mit den anderen. Ich brech mal kurz ab und mach nochmal neu suchen, oder? Soll ich weiterlaufen lassen? Das sind ja schon 7 Minuten. Das sieht so tragisch aus. Ich habe das mit den Gründern gehabt. Ich hatte den zweiten Gründer Battle Pass, aber der hat die Werkbank nicht dazugegeben. Das ist gemein. Wenn du auf die Gründer gehst, dann... Du hattest auch den ersten, oder? Wenn du dann auf die Gründer gehst, müsste da so eine Werkbank sein, so wie bei den normalen Fraktionen. Dass du einfach immer bauen kannst. Genau, das habe ich bei den Gründern nicht. Ich hatte nur den zweiten Pass. Wenn ich drauf gehe, steht hier nur Blaupausen und Ausrüstung. Ja. Genau, und so ist es jetzt bei Syndikat auch wieder, weil jetzt ist ja gerade Syndikat-Event, aber man kriegt auch die Dinger nicht dazu. Die habe ich auch, ja, beim ersten war ich dabei. Da hatte ich gerade wieder angefangen. Deshalb kann ich den Scheiß bauen, aber es ist ein bisschen tragisch, dass ich Gründersachen nicht bauen kann, weil ich kann halt keine Big Rams, keine Arrays bauen. Gerade Big Rams wäre cool zu bauen. Ich musste schon bei diesen Blaupausen, muss ich mir dann Arrays kaufen. Die sind auch immer so teuer. Aber wenn man sie bauen kann, kann man auch auf Geld verdienen. Das ist leider der einzige, der mir fehlt. Schade, schade. Naja, es will keiner mehr spielen. Will einer von euch? Xando, willst du bis sie Fußball gegen uns spielen? Es macht voll viel Spaß. Wenn die Skinner nicht funktioniert. Ja. Die lassen dich auch die Tore schießen, wenn du die Toraufgabe hast. Ich bin beim Schießen umgefallen. Boah, jetzt warten wir schon 10 Minuten, das ist ja krank. Derzeit hätten wir sogar einen Raid gemacht. Aber so kann es nicht aufhören. Ich habe noch so viele Tagesaufgaben. Ich will doch auch jetzt den Battle Pass. Ja. Aber es sind doch auch hier Dings. Stimmt, der ist reich, er muss schuften. Dann ist gut.
Ja, wir warten hier noch. Wir hoffen, Gegner es zu finden. Ernten. Unter 1000 so, aber ich weiß gar nicht, ob du es dann unter 1000 noch schaffst, die Kabine, die hat auch schon, obwohl die ganz kleinen Kabinen haben nur 250. Könntest du es schaffen mit einer Drohne drauf? Ich mach mal die Kiste auf. Was wird drin sein? Bestimmt so ein Stabilisator. Ah, ich habe noch das Geschenk von Ivy, das kann ich auch mal aufmachen. Nein, Geschenk von, da kann ich mir das aussuchen. Du besitzt diesen Gegenstand bereits, du besitzt diesen Gegenstand bereits. Toll, jetzt kann ich mir für einen Wasp oder für einen Judge was holen, aber die benutze ich gar nicht. Ich überlege, ob ich das für die Cord nehme, aber die Cord benutze ich auch nicht. Ach, ich nehme das Judge-Ding noch, hast ja recht. Ja. Ja, die anderen hatte ich schon, den Bohrer hatte ich schon und dieses Ding für die Autokanone hatte ich auch schon. Oder war das für die Vektor? Nee, roter Kardinal war für Rapier. Da müssen sie nächstes Mal was anderes geben. Wenn man irgendwann die 10 Coins nehmen muss, ist tragisch. Eieieiei, 5 Minuten 35 plus die 30, 5 Minuten 30 plus die 7 Minuten noch was. Oh Gott, ey. Ich glaube, wir müssen die Fußballschuhe so langsam an den Nagel hängen. Aber das ist nicht gut, ich habe noch so viele Aufgaben. Vor allem habe ich gerade schließe 2 Gefechte ab und 1 habe ich schon, also die nächste Aufgabe wäre easy. Ist nicht noch Zeit, dass die Amerikaner spielen? Morgens. Oder liegen die jetzt gerade im Bett? Big Black Scorpions. Ach so, der Podiumsplatz. Ja, bei 5, ja, reicht ein Podiumsplatz. Oh Gott, letzte Woche habe ich es gar nicht gemacht. Ja, jo, kein Fußball gespielt. Aber da hat es auch so hässlich geleckt. Da hat es keinen Spaß gemacht. Echt tragisch, ja. Aufnahme. So, ohne Markt geht aber auch gerade nichts. Ja, es ist noch zu früh für den Markt. Ja, heute Morgen habe ich noch ein bisschen was verkauft, aber jetzt ist gerade Ebbe. Heute Nacht ging doch ein bisschen was, aber heute Morgen ist es gerade schleppend. Ein Kaukasus habe ich verkauft. Und eine Equalizer, glaube ich. Aber so die letzte halbe Stunde geht nicht mehr viel jetzt.
Vorher war noch was. Ach je, das ist nicht schee. Naja, was soll's. Es sieht so aus, als gibt's keinen Fußball mehr. Und bevor hier die ganze Folge nur gewartet wird, was extrem tragisch ist, mache ich hier mal einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war leider sehr tragisch heute. Ihr seht, wir warten hier schon ewig. Wir warten ja jetzt fast 20 Minuten. Ich glaube, es gibt keine Gegner mehr. Es scheint noch nicht die Zeit zu sein. Es ist so, ja, kurz vor 10. Obwohl Feiertag ist heute. Eigentlich, ja, müssten die Leute doch zocken jetzt. Aber ja, scheinbar machen sie alle ihre Raids und so und haben keine Lust, Fußball zu spielen. Das ist echt blöd, weil die ersten 5 Runden sind gut gelaufen. Ihr habt es gesehen, Podiumsplatz 5 erreicht. Also eigentlich, ja, hat es Spaß gemacht, solange es gewährt hat. Kann ja auch mal zählen, wie viele Schüsse ich für die Kette brauche. Ich habe nicht mitgezählt, ich versuche es nochmal. Guck mal, wie oft ich draufschießen muss, bis die Kette abfällt. Aber ich muss eigentlich links, rechts, einzeln zählen, weil das eine ja ein Dings ist. 1, 2. Zwei mit dem Fatman. 2 mit dem Mammut. 3 mit dem Fatman. 4 mit dem Fatman. 3 mit dem Mammut. 5 mit dem Fatman. 4 mit dem Mammut. Okay, 4 Schuss mit dem Mammut und 5 mit dem Fatman. Bis die Kette abfällt. Das ist heftig. Ach, ich kann hier den Buff noch reinhauen. So. Ja, waren wir der 4. Und diesmal habe ich sogar 6 zum Fatman draufgeschossen. Krass. Ah, der Fatman hat wahrscheinlich nicht ganz gereicht, um die zu zerstören. Der 4. Mammutfuß kam später. Naja, was soll's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.